Einer der bemerkenswertesten Türme der Welt befindet sich in Istanbul, der Hauptstadt der Türkei. In diesem Beitrag entdecken Sie die ultimative Liste mit Fakten über den Galata-Turm. Der Galata-Turm ist ein Turm im Galata-Viertel von Istanbul, Türkei. Dieser Bezirk liegt auf der europäischen Seite der Stadt. Der Turm befindet sich nördlich der Mündung des Goldenen Horns, einer berühmten städtischen Wasserstraße in Istanbul, in den Bosporus, eine Meerenge, die die natürliche Grenze zwischen Europa und Asien bildet. Der Turm ist eine hochaufragende Masse aus Stahl und Beton, die die umliegende Landschaft überragt. Der Galata-Turm in Istanbul, Türkei, war ursprünglich Teil der genüesischen Siedlung in Konstantinopel. Der Bezirk, in dem es sich befand, war zwischen 1273 und dem Untergang des Byzantinischen Reiches im Jahr 1453 eine Kolonie der Republik Genua, eines Reiches, das auch als Oströmisches Reich bezeichnet wird. Die Republik Genua, eine Seerepublik an der Nordwestküste Italiens, baute den Turm 1348 zu einer Zeit, als ihre Kolonie in Konstantinopel expandierte. Die Zitadelle von Galata enthielt einst einen weiteren Turm, der jedoch während des Vierten Kreuzzugs während der Plünderung von Konstantinopel im Jahr 1204 zerstört wurde. Das Goldene Horn, die Haupteinfahrt des Bosporus, war einst vollständig ummauert, um zu verhindern, dass feindliche Schiffe in den Hafen einlaufen. Dieser alte Turm von Galata, der als Großer Turm bezeichnet wurde, befand sich nicht in derselben Gegend wie der aktuelle Turm, der von den Genüesen gebaut wurde. Der Galata-Turm wurde im romanischen Stil erbaut und wurde ursprünglich von den Genüesen, die ihn 1348 errichteten, als Christia Turris bezeichnet, was übersetzt Turm Christi bedeutet. Dieser Name wurde nach dem Fall des Byzantinischen Reiches im Jahr 1453 umgehend geändert und durch das Osmanische Reich ersetzt, das von 1453 bis 1923 regierte. Der Turm ist 66,90 Meter hoch und besteht aus 9 Stockwerken, wobei der Sockel des Turms 61 Meter über dem Meeresspiegel liegt. Eine der interessantesten Tatsachen über den Galata-Turm ist, dass er bei seiner Fertigstellung das höchste Gebäude der Stadt war und im 14. Jahrhundert ein atemberaubender Anblick für Schiffe gewesen sein muss, die in den Hafen einliefen. Das Stadtbild hat sich im Laufe der Jahrhunderte ziemlich verändert, finden Sie nicht? Der Turm ist ein äußerst robustes Bauwerk mit einem Durchmesser von 16,45 Metern an der Basis und 8,95 Metern an der Innenseite. Die Mauern wurden so gebaut, dass es unmöglich ist, in den Turm einzudringen, da sie 3,5 Meter dick sind. Eine der bemerkenswertesten Tatsachen über den Galata-Turm ist, dass er möglicherweise der Anblick der frühesten Interkontinentalflüge der Geschichte war. 1630 oder 1632 behauptet die osmanische Reisende Efliya Çelebi, dass ein Mann namens Hezafen Ahmet Çelebi mit selbstgebauten Flügeln von der Spitze des Turms zum anderen Ende des Bosporus geflogen sei. Dabei hat er nicht nur die Strecke von rund 6 Kilometern zurückgelegt, sondern ist auch erfolgreich von Europa nach Asien geflogen. Im Jahr 1717 diente der Turm hauptsächlich als Aussichtspunkt, um Brände in der Stadt zu entdecken. Was sie nicht erkannten, war, dass der Turm, dessen Blei- und holzbedecktes Dach leicht entflammbar war, dazu neigte, selbst Feuer zu fangen. Als der Turm 1794 vom Blitz getroffen und 1831 von einem Brand getroffen wurde, wurde er beide Male in seiner ursprünglichen Form wiederhergestellt. 1875 ließ ein schwerer Sturm das Dach des Turms einstürzen. Fast ein Jahrhundert lang wurde nichts unternommen, um es zu reparieren.
Erst als zwischen 1965 und 1967 eine ernsthafte Renovierung stattfand, wurde das ikonische Dach des Turms wiederhergestellt. Da der Turm im Mittelalter und während des Osmanischen Reiches mehreren Zwecken diente, von denen die meisten im Zusammenhang mit der Verteidigung der Stadt vor Piraten und Eindringlingen standen, wird der Turm heute für etwas ganz anderes genutzt. An der Spitze des Turms befindet sich ein Restaurant sowie ein Nachtclub, der Veranstaltungsort für eine türkische Show. Die Kunden können mit einem Aufzug in die oberen Stockwerke des Turms gelangen. Der Turm ist ein markantes Wahrzeichen der Stadt und sieht nachts fantastisch aus. Die oberste Etage des Turms befindet sich in einer Höhe von 52 Metern über dem Boden und hier befindet sich eine Aussichtsplattform. Dies ist einer der besten Orte in ganz Istanbul, um einen atemberaubenden Blick auf die Stadt und ihre Umgebung zu haben.